So, herzlich willkommen zum 26. Part von Mafia 2. In der letzten Folge haben wir diesen einen Typen umgebracht und sind mit zu Daryl gegangen, damit wir nochmal gucken können, ob der einen Job von uns hat. Ja, ich gehe mal hoch. Ich habe jetzt 4 Tage nicht mehr gezockt, deshalb weiß ich auch nicht mehr genau die ganzen Einzelheiten von davor. Aber ich halte jetzt mal wieder meine Fresse. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. So, wir müssen jetzt hier ein paar Leute ein bisschen vertreiben, um es ja liebevoll auszudrücken. Hier unsere geile Gang. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Ja, erstmal gegen die Tonne laufen. Haben sie schon gerade bewiesen. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Mag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleibt. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen.
Oh, das ist eine krasse Schießerei. Mal sieht mir das Schrotflinte. Okay. So, hier jetzt. Bam, bam. Okay. Rechts ist Tante Thompson. Alter, fuck, ey. Komm, stirb. So. Da ist noch einer, oder? Ja, da ist einer. Komm her. Okay, ich muss mal... Alter, fuck. Nein, ich gehe hier. Ja, warum auch nicht. Doppeldeckung. So, komm. Ah. Okay, soweit so gut. Ah, fuck, der ist in Deckung gehüpft. Habe ich hier nicht irgendwas... Nur habe ich nicht. Ich brauche immer was, was auf die Entfernung geht. Ich glaube, dann brauche ich wohl doch die Pistole hier. Und vor allem muss ich vielleicht auch mal ein bisschen näher ran. Komm. Scheiße. Ah, den kriege ich noch. Fuck. So, jetzt aber, oder? Oh. Hier schießt jemand mit dem Thompson. Ist nicht okay, der ist weg. Immer geil. So, jetzt haben wir hier schon mal die Seite gesichert. Wo sind noch Feinde? Hier, warte. Ah. Warte mal, was bin ich hier drauf? Okay, gut. So. Geht doch. Ja, okay. Ich glaube, da drin geht es noch viel mehr ab. Ich gehe mal nach oben. Komme ich von oben rein vielleicht? Nee. Scheiße. Ja, das war richtig klug, sich erst noch mal zu verletzen. Ja, warte ich jetzt hier, bis ich mich wieder geheilt habe. So. Bringt das eigentlich was genug zu laufen? Vom... Nö, bringt nix. Okay, ich geh mal hier in Deckung. Alter, fuck. Alter, wer schmeißt diese scheiß Molotow-Cocktails? Alter. Wow, Alter. Okay, scheiße. Okay, ich glaube, ich soll jetzt nicht mehr so viel reden. Ich muss mich jetzt hier extrem konzentrieren. Oh, fuck. Chancen stehen 50-50. Alter, nein, oder? Boah. Okay, kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn. Ja. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Geben wir Deckung. Alter, jetzt muss ich alles nochmal machen. Komm her. Boah, geil, Double. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an nicht. Wo redet ihr überhaupt? Ah, jetzt geht noch in Deckung. Okay. Ah, steht er hier direkt im Weg, natürlich ist klar. Boah, ich habe echt keine Waffe, die wirklich weit schießt. Alter. Komm. Wow. Ich will nicht schon hier sparecken. Okay, der ist weg. Der ist weg. Mal. Alter, wir gehen alle in Deckung. Es zieht alles nur voll unnötig in die Länge. So. Okay, ich... Da ist noch jemand Rotes auf der Map, aber ah, da hinten. Alter, ich brauch da irgendwas. Warte mal, da war doch gerade so eine geile Waffe, oder? Hm, oder auch nicht. Alter, ich muss näher ran, ey. Auf die Entfernung bekomme ich den dreimal nicht. Da ist noch irgendjemand. Oh. Fuck. Alter. Boah,
Also ohne Scheiß, teilweise sind die Checkpoints in Mafia 2 so scheiße gesetzt. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Wieso wurde in der Halle jetzt kein Checkpoint gesetzt? Wieso meinte ich eigentlich gerade mit einer Pistole, wenn ich aber reinzimmern kann? So. Ah, ist klar, der wollte mich einstellen. So, komm. Noch mehr. Okay. Okay, der ist auch weg. Hier ist noch einer. Dann sollte ich den Bälder auch bekommen. Okay, weg. Alter, ich habe noch 3 Schuss für die Toms, nicht brauch. Neue Muni. Alter. Hier war der. Ja, geil, der ist da hinten irgendwo. Okay, dann sammle ich nochmal Munition ein. Alter, wie mache ich das denn jetzt mit dem... mit der Halle? Weil das ist extrem schwer, weil da irgend so ein Detlef Molotov-Cocktail wirft. Ich habe nichts gegen Detlefs. Immer so. Ich könnte ja vielleicht das Auto hier mal reinfahren, aber dann, wenn das nächste Mal bin ich ja noch mehr am Arsch. Oder ich gehe mal woanders in Deckung irgendwie. Okay, fuck. Hier so, keine Ahnung. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Alter, ey. Da hinten ist der. Da hinten, der wirft Molotov Cocktails. Doch, wenn wir das anders regeln, Vito. Oder auch nicht. Ich brauch... was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Okay, in Deckung. Nochmal in Deckung. Alter, wer wirft dir eigentlich die Molotow-Cocktails? Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du okay. Bist am Arsch. Na. Genau wie dein Vater. Alter, das ist doch scheiße. Mann. Egal, der Part geht zu lang, bis ich es geschafft habe. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Ist in der Halle irgendwie noch was? Boah. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Gib dir Deckung. So, komm. Den bekomme ich niemals. Auch hier werde ich in Deckung gehen müssen. Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Wer ist hier noch so? Keiner? Alter. Oh lol. Komm weg mit dem, ey. Alter, wo ist der? Ach, da oben. Wow. Voll der Cheater, ey. Ist das eigentlich Steve? Ja, das ist Steve. Steve ist tot. Alter, ich brauche irgendwas. Mit was gehe ich denn jetzt da rein? Also muss, glaube ich, hier noch jemand. Nee. Okay, ich brauche was auf die Entfernung. Dann nehme ich... Nee, Magnum ist zu langsam. Ich brauche was Schnelles. Ja, ist doch ganz gut. Dumm nur, dass es nur noch 12 Schuss hat. Naja.
Egal. Ich werde es damit machen. Sonst nehme ich halt die normale, die Standardwaffe im Prinzip. Aber ich glaube, hier war schon ganz gut. Wobei, warte, ich gehe hier hin. Dann hier so rein. Oh, verdammt. Okay, warte, ich nehme doch lieber einen Revolver. Alter. Oh Gott, ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay, kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vorwärts, Ito. Geben wir Deckung. Oh fuck. Hier hinter. Und auf dem Boden, ey. So, Steve, du bist auch sterben. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an nicht. Ah, da. Ich glaube, die Waffe ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich werde die jetzt mal nicht verschwenden dafür, weil das ist eigentlich noch viel zu leicht, um die Waffe einzusetzen. Okay, gut. Hier noch ein bisschen Thompson-Munition. Schrotflinte. Semi. Und bla bla bla. So. Hier müssen wir hin. Und zwar mit der Pistole. Warte, ich gucke schon mal von außen, bevor der Trigger aktiviert wird, wo ich vielleicht hingehen könnte. Vielleicht auch hier hin. Das probiere ich jetzt mal eben aus. Du machst den größten Fehler deines Lebens. Okay, der ist weg. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Okay, der ist auch weg. Der ist auch weg. Diese scheiß Kiste hier oben, ey. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt. Alter Scheiße. Du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren. Du bist am Arsch. Mann, ich bin nicht am Arsch. Hoffe ich zumindest. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Okay, jetzt kommen da welche, die über uns. Vermisst du deinen Vater, Vito? Alter, von wo denn? Du wirst ihn bald wiedersehen. Alter, von wo? Ach man. Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Komm, Granate. Ach ja, schön. Nicht. Alter, was will der denn jetzt hier? Oh Mann, ey. So, der ist weg. Hier ist Steve. Komm, noch drei Schuss.
Geht doch. Ja, toll. Jetzt muss ich aber immer noch hier so einen Scheiß. Nur weil der Molotov-Cocktails wirft und die mich auch noch durch die Deckung aus irgendeinem Grund verletzen können. Warum auch immer das so ist. Das ist die Mafia-Logik. Ich probiere mal jetzt irgendwas mit dem Wagen, ob ich da irgendwie was blockieren kann. Oder ich probiere was. Ich probiere jetzt was. Alter. Weil habe ich jetzt gerade einen Trigger aktiviert, der nicht aktiviert wurde. Logischer Satz. Okay, der ist weg, der ist weg. Okay, der ist auch weg. Derek ist, glaube ich, tot. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod habe ich ein weiteres Problem gelöst. Okay, irgendwie ist es gerade ein bisschen buggy gerade in der Geschichte, dass es schon weitergeht. So, einmal. Okay, Alter, so. Durchsuche Dereks Büro hier. Oh, hier gibt Geld. 22.000. Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Oh, Alter. Ich guck's aber mal eben, ob Derek hier irgendwo seine Molotov, ja genau, hier hat nämlich sind mich lauter Molotov-Cocktails. Ich guck nämlich da auch noch mal, hier drüben mal Derek nach. Ob der irgendwas Besonderes hat, irgendwie eine spezielle Waffe, aber der hat nix. Der Arsch, ey. So, kann ich hier runter, nö, ist mich natürlich alles nur außen rumlaufen. Mann, ey. So, jetzt haben wir die Folge die ganze Zeit bei Derek abgehangen. Ich hoffe, in der nächsten Folge jetzt wieder ein bisschen spannender weiter. Ich gehe jetzt auch mal eben raus und, ach so, sich oben raus. Och, Mann, ey. Was ist das für eine Fail-Folge, ohne Scheiß. Boah. So, komm raus mit dir. So. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Oh ja. Und ich würde sagen, das war's jetzt für die Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz alledem relativ viel Freude bereitet. Auch wenn es jetzt nicht gerade das abwechslungsreichste war. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mafia 2. Tschüss.